zu den insgesamt mittlerweile schon sehr vielen Behandlungen der MS ist in der letzten Zeit jetzt noch eine dazugekommen, die zumindest erwogen wird, die autologe hämatopoietische Stammzelltransplantation. Für Laien oder Patienten ist es der Austausch des Immunsystems durch Beseitigung mit Substanzen, die das Immunsystem komplett zerstören und dann Neuaufbau aus körpereigenen Stammzellen des Patienten, die dann innerhalb von 1 bis 2 Jahren ein komplett neues Immunsystem aufbauen. Diese Therapie ist von der Wirksamkeit sicherlich mindestens, wahrscheinlich deutlich besser noch, mindestens so gut, wahrscheinlich noch deutlich besser wie die Therapien, die momentan zugelassen sind und hat einen, wie schon erwähnt, komplett anderen Wirkmechanismus, nämlich kompletten Austausch des Immunsystems. Momentan wird die Behandlung in einigen wenigen europäischen Ländern vergütet, bei uns hier in der Schweiz noch nicht. Wir haben beim Bundesgesundheitsamt beantragt, dass auch in der Schweiz die Behandlung vergütet wird. Und das wird hoffentlich in diesem Jahr dann auch möglich sein, wahrscheinlich erst einmal im Rahmen einer Registerstudie, dass wir alle Patienten weiterverfolgen im Rahmen der Studie und dokumentieren, wie Verträglichkeit und auch Wirksamkeit sind.